Nach der zweite Traum haben wir ja den Mond freigeschaltet gekriegt. Und das hier ist jetzt eine Mission von Lua. Eine Rettung. Und die ist ein bisschen anders als übliche Rettungen. Ich bin ja gerade noch auf der Suche nach den Lunar-Krugpflanzen. Wenn man immer hier unterwegs ist, sollte man ja die mit einstecken. Insgesamt schönes Teilzeit hier. Sieht alles klasse aus. Da kann man nicht meckern. Haben sich richtig Mühe gegeben. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, ey, tolle Sache. Geil, geil, geil. Hat alles so ein bisschen Abbruchstimmung hier, so Inferno hin und her. So war es ja eigentlich auch erklärt. Und wir haben ja gesehen, der Mond ist ja bloß noch an ein paar Stäben zusammengehalten. Der arme, arme Mond, ja, ja. Ja. Loki ist meiner Meinung nach hier immer noch die beste Wahl. Außerdem, wenn wir ja noch nach dem Scan, dass sie einen Scan suchen von der Kluchhochpflanze. Und außerdem können ja hier solche Prinzipienräume auftauchen, beziehungsweise die werden ja auf jeden Fall auftauchen. Also mindestens zwei, denke ich, waren es immer. In denen man diese Driftmods bekommt. Und diese Prinzipienräume sind ja nun bekannt eher als Rätsel ausgeführt. Das ist ja keins. Die man denn da so ein bisschen lösen muss, wo man am Anfang doch dasteht wie die Kuh vom neuen Tor. Da gibt es aber einige in YouTube, einige Videos, die die beschreiben. Und es gibt auch ein paar, die man nicht alleine lösen kann. Eigentlich ein Großteil dessen, die man nicht alleine lösen kann, wo man dann Teammitglieder braucht. Oder eben mit Loki kann man zum Beispiel einen letzten Mann ersetzen durch den Decoy, den der Loki hat, also das Abbild. Wenn man den auf eine Plattform stellen muss oder anderweitig benutzen, um zum Beispiel durch irgendwelche Laserfallen zu kommen, ist das mit Loki schon keine schlechte Geschichte. Auf Lua sind die Sentients, wir kennen das ja aus der Quest. Hier hinten ist meistens auch noch eine Pflanze. Ja, das kennen wir die. Hier sind die Sentients zu Hause und die können uns eigentlich in jeder Mission hier irgendwie überraschen. Und bei Überleben zum Beispiel kommen sie auf jeden Fall, wenn immer fünf Wellen abgeschlossen sind. Also die sind jederseits präsent, jederzeit präsent. Da, Kruchpflanze scannen. Und ihr kennt das ja noch aus der Quest. Die sind nicht so ohne weiteres umzunieten. Da sollte man sich dann schon überlegen, was man denn hier hernimmt. Also nicht so viel Sachen zum Leveln. Vielleicht bei Stöffler, da kommen glaube ich keine. Bei dieser Verteidigung. Aber sonst sollte man schon gewappnet drauf sein, dass die irgendwann immer mal auftauchen. Und ich sagte ja, ihr werdet euch eventuell erinnern, die können sich resistent machen gegen zwei Elementschäden. Dass man denn da irgendwas mit einsteckt. Ach, jetzt der auch noch. Ja, genau. Ich bin's, dein Kumpel. Der Kumpel aus Sachsen, ja. Da ist sie. Der kommt da. So, dann suchen wir uns mal eine Stelle aus, wo wir ein bisschen Platz haben zum Ausweichen, weil der Stalker wird ja eigentlich von den Teammitgliedern kaputt gemacht. Und auf uns ist er ja scharf. Wir markieren den am besten mal. Der Krebel, der macht doch immer meine Deckung weg. Wir springen einfach nur durch die Gegend, dass er uns nicht killt, weil wenn er uns gekillt hat, ist er wieder verschwunden. Dann haben auch die anderen nicht mehr die Chance, den tot zu machen. Das ist so die einfachste Methode. Vorausgesetzt, die anderen sind halbwegs griffig, bissig mit ihren Waffen. Manche Warframe-Fähigkeiten funktionieren hier. Also irgendwas Verlangsamung, zum Beispiel Volt seine Eiskugel. Oder Novas Verlangsamung, die molekulare Dingsbums. Das würde den Stalker anhalten, das wäre auch noch hilfreich. Allerdings ist dann für den Rest der Mission, muss man dann halt mit Nova klarkommen, beziehungsweise mit Frost. Ich glaube, V-Bahn, Bastille funktioniert nicht. Warte, der hat es gleich hinter sich hier. Ich bin ja immer noch scharf auf die War. Ja, das kann nicht sein.
Ja, was gab's diesmal? Detroit. Ey, endlich mal Detroit. Das ist doch mal eine Abwechslung. Ah, damit kann man sich zuschmeißen mit dem Dread-Kram. Das, was wir eigentlich alle brauchen, das sind die Despair, die Wurfsterne und die Hate, also die Sense, die er da noch hat. Und natürlich und vor allem die War, die Waffe, wo wir jetzt die zerbrochene War haben nach dem Quest. Und die wohl suggeriert, es wäre die vielleicht besser, hübscher, schöner. Aber die War ist wohl irgendwie von der Drop-Chance her so richtig für den Hintern, weil ich habe ja nun noch nicht so ein Ding gekriegt bis jetzt. Weder hier noch da, wo 3000 Stunden draufstehen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es die War erst gibt, seitdem es diese neue Quest gibt. Der Schattenstalker kommt ja erst dann uns besuchen oder will uns killen, wenn wir diese Quest abgeschlossen haben. Ansonsten käme nur der normale Stalker und der hat eben die Hate zum Beispiel nicht dabei. Nicht die Hate, Quatsch. Völliger Unsinn. Die War. Die War hat er nicht dabei. Hate hat er immer dabei. Ja, er hasst dann sowieso. Den Stalker-Mark habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Den bekommt man automatisch, wenn man Bosse killt. Ob nun nach dem ersten Mal, weiß ich nicht, aber das ist zumindest Voraussetzung, Bosse zu killen, um diesen Stalker-Todesmarkierung zu bekommen nachher, die man im Profil nachher sehen kann, ob man denn noch so weit ist. Hier müsste auch noch irgendwo inne stehen, da rechts. Da ist er, genau. Die Kuhpflanze. Und dann wird es aber eigentlich langsam Zeit für unsere Aufgabe. Denn was nützt uns das hier alles, wenn wir hier so schön Pflanzen scannen und Stalker tot machen, ohne dass wir die Mission fertig kriegen? Das ist Logo. Ah, so geht's los. Bin ich eigentlich noch alleine? Nee, da ist noch wer. Also ein bisschen mit Hacken hängt das schon zusammen, aber da sind so ein paar andere Elemente dabei, die in den normalen Rettungsmissionen nicht so da sind. Wo ich manchmal immer noch überlege. Ah, jetzt kommt hier so ein Dings lang. So ein Scanner. Und das kennt uns auch, wenn wir unsichtbar sind, soweit ich mich erinnere. Wo ist er? Da unten? Dieses Ding. Und da müssen wir irgendwie drüber, weil wir da lang müssen. Ihr seht ja diese drei Punkte. Also den sollte uns nicht berühren mit seinen Laserstrahlen, dann wäre die Sache Essig. Glück gehabt, würde ich sagen. So, und jetzt muss man ja erstmal irgendwie dahin finden. Ich glaube, das ist auch so meine zweite Mission erst. Vor allen Dingen, wo ich auch selbst aktiv bin. Da unten ist, da leuchtet was. Da sind noch Gegner. Das sind wahrscheinlich die Wärter. Ja, einfach mal abgewartet, bis meine Unsichtbarkeit abläuft, damit ich hier eine neue anschalten kann. Lass dich killen, Junge. Los. Aber der ist ja schon alarmiert, also hier wird mit heimlichen Angriffen wird hier nichts mehr. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Der andere lässt mich scheinbar machen, habe ich den Eindruck. Dann hacken wir eben nochmal. So, dann geht da hier die Tür auf und dann sind da noch nach oben so irgendwie noch andere Hackgeschichten angeordnet. Ja, jetzt sieht man da diese drei zu hackenden Konsolen. Die gehört nicht dazu. Mal sehen, vielleicht sehe ich jetzt selbst, wie es funktioniert. Irgendwie war ja was komisch. Da sieht er da jetzt so im Hintergrund, was sich da bewegt. Einmal hier. Oder wo ist hier drin? Wo denn hier? Aber ich nehme an, da, wo das da vor sich hin flackert. Diese komische geometrische Geschichte. Ah. So, jetzt kann mir mal irgendwer erklären, was ich jetzt gemacht habe, damit ich da bin. Aha. Aha. So, so. Jetzt sieht das hier alles irgendwie anders aus, ne? Hier sind wir ja reingekommen. Ich dachte mal, das hing hier oben mit zusammen. Nö, da kommt man irgendwo hin. Sieht ja stylisch aus. Aber ohne Funktion, wie es aussieht. So, hätte es jetzt da nur irgendwas gegeben, wo die gerade runtergekrochen sind? Vielleicht eine Rettungsdrift? Ich weiß es nicht. Lieber gibt es hier ein grünes Zeichen. Das heißt für uns, wir müssen dahin. Das kann ich. Sowas kann ich. Grünes Zeichen und hin. Nebenbei gucke ich jetzt mal noch ein bisschen Kochfleisch, da war doch eine.
und auch noch nach diesen Rätseln. Aber Rätsel wäre jetzt vielleicht schon nicht mehr so die gute Idee. Weil die ja doch zeitlich aufhalten. Und wenn dann hier unser Gerettetetetter da zwischendrin einen Löffel abgibt, dann wäre das sehr ungünstig. Schon wegen der Dritt, die ich wahrscheinlich schon das dritte oder vierte Mal habe. Also einfach ab Richtung Ziel. Und das sieht schon ein bisschen nach Ziel aus. Da davor war auch noch irgendwie eine, an die ich nie rangekommen bin. Die muss irgendwo da unten sind. Und da ist hier ist noch, außerhalb ist noch ein Raum. Nicht da hinten, ne, hinter dir. Hinter dir mir. Und da ist meistens auch noch so eine Grohpflanze. Auf jeden Fall hätten wir jetzt hier die Rettung erfolgreich absolviert. In Phantom gab es natürlich wieder die blinde Gerechtigkeit, kam auch vom Stalker. Drittblaupause, Gott sei Dank vor Hüte. Ah, ihr seht, ich habe Quanta und Atomos mit unterschiedlichen Elementarschäden. So, Setna-Brücke, was haben wir denn da noch? Setna-Brücke. Ei, ei, ei. Das ist eigentlich der letzte offizielle als Planet zählende Planet, der mir noch fehlt. Übrigens auch der schwerste. Dann schauen wir mal, ob wir mit dem Phantom klarkommen. Ich habe ja in jedem meiner üblichen Einstellung hier nicht den Excalibur dabei, obwohl das sicherlich eine gute Idee wäre. Ja, das hilft nichts. Das hilft uns beim Sterben etwas. Also nochmal. Na, das sieht viel besser. Das sieht viel besser. Habt ihr Dinge gesehen? Eieiei, das war ja nicht geplant, dass das so gut funktioniert. Und jetzt kommt wieder das sprichwörtliche Loch ins All. Gleich macht Boing, Puff und dann klack, hinten alles kaputt. Alles aus der Vitrine gefallen, was die da stehen hatten. Nochmal erfolgreich. Hahaha, nur erfolgreiche Sachen. Versteckte Nachrichten und der innere Krieg gab es jetzt als Quest. Wobei die versteckte Nachrichten eine Blaupause ist für die Quest. Dafür braucht man ja die Orokin. Dechiffriere, erinnert euch, wo ich gesagt habe, man muss Fouls machen. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Jetzt ist schon nicht mehr so sehr viel im Spiel offen, was wir noch nicht irgendwo mal dreckig gemacht haben. Angetouched haben. Ihr seht, die Planeten sind in einer Spirale angeordnet, von innen nach außen. Die schwierigeren Sachen. Und ganz außen links ist ja dann noch der Void. So, die Ordersregel war noch offen. Wollen wir die jetzt anfangen? Oh ja, mein Gott. Da brauchen wir erstmal ein bisschen was Vernünftiges Archwing-mäßig. Weil das Ende ist eine Archwing-Mission. Gegen den Golem. Der innere Krieg. Ei, ei. Wir können die ja erstmal starten. Ach, jetzt kommt da auch noch ein Video. Das ist ja jetzt die zweite cinematische Quest, wie sie es hier bezeichnen, nach dem zweiten Traum. Auch super, toll und schön gemacht. Mit neuen Mechaniken und neuen Gegnern. Überhaupt ist jetzt alles ein bisschen anders, da gewöhne ich mich immer noch um, nach und nach. Da sind die Jungs, die mit dem dicken Bauch. Die für die Orvius-Teile zuständig sind. Die sind das. So, jetzt hat man das zumindest aktiviert. Dann kann ich dann bei Gelegenheit bei den entsprechenden Quests nachher weitermachen, wenn ich denn da Lust zu habe. Im Moment haben wir aber keine Lust zu. Wir gucken erstmal nach den versteckten Nachrichten, denke ich. Ja, da sind sie. Versteckte Nachrichten. 5 Orokin, Dechiffrierer brauchen wir. Und Argon-Kristall. Und Oxium natürlich auch. Ihr seht, dass ihr wisst, was als nächstes dort gebraucht wird, sollte man diese Quest, bei der man letztlich Mirage bekommt, den Warframe-Mirage, wenn ihr die beginnen wollt. Jo, hier haben wir jede Menge Fieldrons gemacht. Wie ihr seht, ich habe da ziemlich viele Invasionen mitgemacht, jetzt wo ich fast überall hinkomme, und habe mich dort überall für Fieldrons entschieden, und da können natürlich dann neue Fieldrons anrollen.